Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Bitcoin CFDs, Besonderheit und Potenzial für neue Strategien bzw. Expert Advisor. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie im Namen von FX Flat, aber natürlich auch von AlgoCamp herzlich willkommen. Wir bieten den Bitcoin ja bei uns an und deswegen haben wir dieses Webinar auf die Beine gestellt, weil natürlich Kryptowährungen aktuell sehr ja ein heiß diskutiertes Thema ist. Und dann würde ich sagen, ich übergebe auch direkt schon an David und freue mich auf das Webinar und wünsche Ihnen allen viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich schnapp mir mal den Monitor, richtigen auswählen. So, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen, oder? Ja, ist algocamp.de. richtig, ja. Perfekt. Super. Dann vielen Dank für deine Anmoderation. Ich heiße Sie auch alle herzlich willkommen heute zum Webinar. Es freut mich auf jeden Fall, dass Sie alle trotz des schönen Wetters heute dabei sind heute. Mein Name ist David Warner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. Wir sind ein Partner von FXBet. Und ja, ich habe heute wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten 60 Minuten verbringen zu dürfen. Heute mit einem ganz neuen, aber auch ziemlich aktuellen Thema, dem Bitcoin. Ich denke mal, vor ein, zwei Jahren war das Thema noch ein bisschen exotischer als heute. Spätestens heute hat, glaube ich, fast auch schon der Letzte mitbekommen, was in etwa grob CFDs sind. Ja, was ist eigentlich heute so das Ziel? Ziel ist es auf jeden Fall, Ihnen wirklich nur ganz grob am Anfang mitzuteilen, was eigentlich so was überhaupt der Bitcoin ist, dass wir einfach alle gemeinsam die gleiche Basis haben und das Verständnis haben von den Coins. Und Ziel ist es, Ihnen so ein bisschen zu zeigen, worauf Sie achten müssen bei der Entwicklung von Strategien für Bitcoins, Bitcoin-CFDs. Welche Vorteile haben wir jetzt nun durch die Bitcoin-CFDs im Vergleich zu vorher, wo wir nur Bitcoins, ich sag mal, physisch handeln konnten. Das sind so die groben Maßstäbe heute. Damit Sie alle wissen, wer überhaupt an der anderen Seite heute sitzt, fange ich wieder an mit der Vorstellung von mir. Ich sehe heute, dass wir heute ziemlich viele neue Zuschauer dabei haben im Vergleich zu den letzten Webinaren. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, mein Name hatte ich ja schon gesagt, David Warner. Ich bin aktuell 26 Jahre alt, wohne in Berlin, wo auch unser Firmensitz ist von AlgoCamp. Ich war oder habe meine Karriere quasi mit 16 Jahren gestartet, schon in einer Vermögensverwaltung, war da insgesamt 9 Jahre angestellt. Das war keine klassische Vermögensverwaltung, so wie man sie vielleicht kennt, sondern eine Vermögensverwaltung, die ausschließlich halt automatisierte Handelssysteme betrieben hat. Und daher auch so der Background, auf den ich heute zugreife, durch AlgoCamp. Und auch das Wissen stammt aus dieser Zeit, was ich mitunter heute halt auch vermitteln möchte. Ja, der typische Werdegang oder den typischen Werdegang habe ich natürlich auch durchlebt, was das Trading angeht. Habe zu Beginn, als ich 18 geworden bin, auch die ersten Konten eröffnet und wie wahrscheinlich leider viele von Ihnen auch die ersten paar Konten gegen die Wand gefahren, weil einfach die Gier zu groß war, das Wissen noch nicht da war und so weiter. Ja, heute sieht es anders aus. Heute bin ich zweigleisig am Markt unterwegs. Zum einen trade ich immer noch manuell, aber auch zum großen Teil, circa zu 50, 60% automatisiert. Ja, Geschäftsführer und Gründer von AlgoCamp bin ich auch noch. Das ist ja das Unternehmen, was quasi heute gemeinsam mit FXBet die das Webinar hält. Und nebenbei bin ich auch noch seit 2015 Referent auf der World of Trading. Auch dieses Jahr wieder, wie auch im letzten Jahr. Und wir sind inzwischen auch regelmäßig und ziemlich stark auf den IB Days vertreten. Die gibt es auch zweimal im Jahr. Geht immer circa eine Woche rund ums Thema Trading und Business. Und inzwischen auch seit knapp 2, 2,5 Jahren bin ich auch noch Autor am Traders Mag. Und da gibt es auch ich glaube, in der übernächsten Ausgabe auch nochmal einen kurzen Artikel zum Thema Bitcoin. Und ansonsten gibt es eigentlich fast in jeder Ausgabe nochmal einen Artikel von mir zu den wichtigen Nebenthemen, sage ich mal, wie Strategieentwicklung, Potenzial von historischen Daten und so weiter, zu dem wir auch noch bald ein Webinar haben. Genau, also erstmal so groß wissen wir eigentlich oder grob wissen wir eigentlich heute hier sitzt.
Kurz noch zu AlgoCamp. Wer oder was ist eigentlich AlgoCamp? Da gehe ich einfach am besten mal auf unsere Webseite. Grob beschrieben oder einfach beschrieben ist AlgoCamp ein deutsches Unternehmen. Wir sitzen in Berlin-Mitte und haben uns auf die Programmierung von automatischen Handelssystemen spezialisiert, sowie auch auf die Entwicklung von Handelsstrategien. Das heißt, wenn Sie eine Handelsstrategie haben, die Sie gerne automatisieren möchten, weil Sie einfach die Zeit anders nutzen möchten und nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und auf die Signale warten wollen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner dafür. Das heißt, Sie würden mit der Idee zu uns kommen, wir programmieren diese, testen diese für Sie und Sie haben am Ende dann Ihre Handelsstrategie quasi umgewandelt in ein automatisches Handelssystem. Sowohl für den Inner-Trader als auch für den Meta-Trader, sämtliche Versionen und ja, eigentlich auch fast alle anderen Tools, die es noch so am Markt gibt. Das ist das eine Standbein von uns. Wenn Interesse daran besteht, können Sie einfach bei algo-camp.de sich noch ein bisschen informieren zu den ganzen Themen, zu unseren Unternehmen. Wir haben auch noch fertige Produkte, sage ich mal, im Angebot, wie zum Beispiel das Markttechnik-Add-on, wo es auch einen ziemlich starken Rabatt gibt für FX-Bit-Kunden. Wir sind ein Add-on für die Markttechnik, schon für den MetaTrader 5 gibt es ja auch noch einige Informationen dazu. Hier haben wir auch noch eine ganz interessante Rabattaktion für FX-Bit-Kunden, wenn da das Interesse besteht. Und ansonsten haben wir natürlich auch für die unter Ihnen, die noch keine fertige Handelsstrategie haben oder keine profitable, dann haben wir auch noch fertige Handelssysteme im Angebot. Plus alles, was dazugehört, Trading-Server für den durchgehenden Handel, die betreiben wir auch noch alle und stellen wir auch noch zur Verfügung. Also bei Interesse können Sie sich gerne auf unserer Seite dazu austoben. Gut, dann gehe ich auch mal wieder zurück in die Präsentation. Was steht heute auf der Agenda? In der nächsten Folie würde ich ganz kurz und knapp mal erklären, dass wir alle die gleiche Basis haben. Was ist eigentlich der Bitcoin? Was ist so besonders daran? Was sind die alternativen Coins zum Bitcoin? Und dann auch gleich schon zu unserem Titelthema, sage ich mal, des heutigen Webinars, die Besonderheiten. Was haben wir für Besonderheiten im Vergleich zu normalen Assets, wie zum Beispiel den DAX, den Euro-Dollar, Gold oder was wir sonst noch alles so handeln können? Danach möchte ich die neuen Möglichkeiten durch den Bitcoin CFD behandeln. Das heißt, was können wir jetzt tun, was wir im Vorfeld nicht tun konnten durch den CFD? Welche Vorteile haben wir? Für wen sind die CFDs geeignet und für wen eher nicht? Danach geht es zu zwei Handelsstrategien. Die erste Handelsstrategie, die kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist die Buy-and-Hold-Strategie. Die haben wir kurz und knapp für den Bitcoin mal analysiert, wie da die Performance bisher war und auch ganz wichtig der Blick bei dieser Strategie in die Zukunft, was wir noch erwarten können, Vergleiche oder Ähnlichkeiten mit dem neuen Markt von damals. Die zweite Strategie heißt jetzt hier Strategie 2, dann sollte man die erste als Strategie 0 betrachten. Strategie 1 ist eine zweite Strategie, die ziemlich simpel ist, aber eigentlich nur visualisieren oder darstellen soll, wie einfach oder relativ einfach der Bitcoin-Markt momentan ist im Vergleich zu den anderen Assets, wie jetzt dem DAX zum Beispiel. Wir haben eine kleine Auswertung von einer Strategie, die relativ einfach nachzuhandeln auch ist, kurz analysiert. Und dann geht es auch schon hin zu den Aussichten. Das heißt, wir haben uns ein paar Gedanken darum gemacht. Wie sieht es in der Zukunft aus? Worauf müssen wir uns einstellen? Natürlich ein kleiner Blick in die Glaskugel, aber so einige Dinge lassen sich ja auch schon ja, ziemlich garantiert vorhersagen, wo die Reise hingeht, worauf Sie achten müssen und so weiter. Gefolgt dann natürlich von dem ja, klassischen Fazit. Was ist eigentlich der Bitcoin? Wirklich nur kurz und knapp. Übersetzt ist der Bitcoin quasi eine digitale Münze. Das heißt, wir haben ja eine neue Währung erschaffen, die nicht zu vergleichen ist mit anderen Währungen, die wir schon kennen. Also wir können ihn nicht mit den Euro vergleichen oder mit dem US-Dollar, weil der Bitcoin einfach dezentral organisiert ist. Das heißt, wir haben hier keine Notenbank oder kein Staat oder keine staatliche Stelle, die den Bitcoin rausgibt, sondern sie wird dezentral gehalten. Das heißt, es gibt nicht das eine System im Internet oder den einen Server, den man quasi lahmlegen müsste, um den Bitcoin auszulöschen. Das gibt es nicht. Bitcoin oder das Netz dahinter besteht halt aus Tausenden, Millionen von Rechnern. Alle, die daran teilnehmen, sind halt Teil dieser Währung, sage ich mal, dieses Netzwerks. Die Besonderheit in dem Bitcoin ist natürlich,
dass wir hier keiner staatlichen Kontrolle unterliegen. Also Vorteile und Nachteile. Natürlich wird der Bitcoin auch für Zwecke verwendet, die nicht legal sind. Das ist gar keine Frage. Das Thema ist ja natürlich bei Bitcoin auch immer aktuell. Aber wir haben hier halt eine Währung, die von niemandem beeinflusst werden kann, nur von der Masse. Das ist ganz wichtig. Die Masse kann sich bei dem Bitcoin immer auf eine Änderung einigen, aber es kann nie ein Staat herkommen oder nie eine Person herkommen und sagen, der Bitcoin wird jetzt abgeschaltet. Wenn wir es jetzt beispielsweise mit irgendeinem Internetportal vergleichen, wo wir, weiß ich nicht, Gummibärchenpunkte sammeln können oder so. Da liegt es zentral auf einem Server, da verwaltet jemand das Portal. Das wäre zentral. Da könnte man von heute auf morgen den Server abschalten und die Währung wäre nicht mehr da. Das haben wir beim Bitcoin nicht. Beim Bitcoin, wenn Sie sich da ein bisschen eingelesen haben, dann haben Sie wahrscheinlich schon mal den Begriff Blockchain gehört. Das ist die sogenannte, ja, die Datenbank mit allen Trades, die auch nicht zentral liegt, sondern sie liegt quasi bei jedem auf dem Rechner. Jeder, der halt einen Bitcoin-Client hat, um seine Bitcoins zu empfangen und zu senden, der ist natürlich Teil des Netzwerks und der hat halt auch eine redundante Kopie von der gesamten Historie, von der Blockchain. Das heißt, ja, Bitcoins an sich sind, das denkt man zumindest so beim ersten Moment, nicht nachzuvollziehen, wo sie hingehen. Sie werden einfach verschickt. Richtig ist, wir wissen nicht, wer wem gerade irgendwie ein Bitcoin hin und her schickt. Da steht kein Name dran. Allerdings wird jede Transaktion schon dokumentiert. Das heißt, jede Transaktion wird ja vom gesamten Netzwerk quasi geprüft. Das heißt, ich würde jetzt Ihnen allen einen halben Bitcoin zuschicken, dann würde diese Transaktion durch das gesamte Netz gehen und alle, die daran teilnehmen, würden quasi diese Transaktion prüfen und verifizieren. Erst wenn dann eine gewisse Anzahl an anderen Teilnehmern diese Transaktion als gültig bestätigt haben, erst dann geht sie wirklich durch. Und dann wird diese Transaktion auch allen bekannt gegeben. Wie existieren oder wie werden Bitcoins eigentlich hergestellt? Das ist auch eine besondere Art. Wir haben hier keine zentrale Stelle, die ähnlich wie die Notenbanken das Geld herstellt, indem sie es einfach druckt oder irgendwo auf irgendeinem Konto einfach ein Dispo einräumt. Das haben wir hier nicht. Hier wird werden die Bitcoins durch das sogenannte Mining hergestellt. Das heißt, einfach ausgedrückt, tauschen wir hier Rechenleistung gegen Coins. Das ist gerade zur Anfangszeit, momentan immer noch, aber für den Privatanwender eher uninteressant. In der Anfangszeit war es so, da hat man halt sich zu Hause ein paar Rechner hergestellt, hat starke Grafikkarten eingebaut, um halt diese, ich sag mal, diese Rechenaufgaben aus dem Coin-Netzwerk zu lösen und im Gegenzug hat man dafür halt Coins bekommen. Das heißt, man hat quasi Rechenleistung gegen Coins getauscht. Das ist heute immer noch so. Das muss auch immer noch so sein. Allerdings ist es heute natürlich viel, viel schwieriger. Heute sind schon sehr viele auf den Zug aufgesprungen und heute lohnt es sich beim Bitcoin zumindest in Deutschland nicht mehr, wenn man die Stromkosten dagegen rechnet, den ganzen Tag zu Hause große Hardware aufzubauen, nur um diese Rechenaufgaben zu lösen für Coins. Ja, man würde immer noch Coins generieren. Allerdings sind hier die Stromkosten viel, viel höher als der Ertrag. Deswegen, gerade in Ländern, wo die Stromkosten quasi nicht vorhanden sind oder sehr, sehr gering sind, gibt es große Farmen, wo halt ganz viele Rechner stehen und diese Rechenaufgaben lösen und dadurch auch ganz gutes Geld verdienen. Aber für den privaten Bitcoin-Fan ist das Mining inzwischen total uninteressant geworden. Ja, Bitcoin ist nicht der einzige Coin in der Welt. Es gibt noch die sogenannten Altcoins. Das heißt, es gibt ganz verschiedene alternative Coins, wie zum Beispiel der Litecoin, OKCoin. Da gibt es ganz verschiedene alternative Währungen, die zum Teil, ja, im Grunde genommen ähnen sie alle sehr stark dem Bitcoin. Es gibt aber auch einige, die haben ganz andere Eigenschaften, was jetzt zum Beispiel die Limitierung angeht, die Lebenszeit, das ist dann irgendwas gekoppelt, die Mining-Art, die Mining-Geschwindigkeit. Das heißt, zum Beispiel beim Litecoin können wir höchstwahrscheinlich viel mehr Coins herstellen als jetzt aktuell beim Bitcoin. Was die Limitierung zum Beispiel angeht, da kommen wir auch nochmal auf der nächsten Folie zu sprechen.
Besonderheiten. Besonderheiten im Vergleich zum DAX, Euro, US-Dollar oder anderen Assets. Der Bitcoin, so wie er jetzt existiert, man kann ihn eigentlich mit nichts vergleichen. Es gibt kein anderes Asset, was so tickt, sage ich mal, oder was eine ähnliche Basis hat wie jetzt der Bitcoin oder alternative Coins. Wie haben wir oder wie hat die Masse Bitcoins im Kopf? Als, ja, so als Blase. Viele haben es mal als Blase angesehen. Ich mache dafür einfach mal kurz einen Chart auf, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eigentlich so die letzte Zeit war. Wir haben mit dem Bitcoin von, ja, von 2012 an bis heute. Und wir sehen hier schon, ja, wir sehen hier, denke ich mal, schon die Besonderheit auf den ersten Blick. Wir müssen zurückschauen, 2012 an, bis Ende 2012 waren wir so im Bereich von 3 bis 4 Dollar. Und da gab es ja auch die berühmte große Transaktion, wo jemand eine Pizza für, ich glaube, das waren damals 10.000 Coins, gekauft hat. Ja, hier war so der erste große Hype 2013, da war es plötzlich ganz interessant, hochgelobt. Zeitungen haben auch schon davon berichtet und dann war erstmal Ruhe im Bitcoin-Karton, haben die 1.000 geknackt, das war auch eine Sensation für alle und dann ging es erstmal runter und dann war es erstmal, ja, erstmal für uninteressant, es war relativ ruhig und dann ging es halt auch wieder hoch. Grob gesagt, 2012 haben wir uns noch bewegt bei 3, 4, 5 Dollar und heute, jetzt aktuell, bewegen wir uns ja, bei 2.300 Dollar. Wenn wir mal schauen, wir haben jetzt hier Wochencandles, ich gehe mal kurz runter auf Tagescandles. Für die History, am Wochenende waren wir beim Bitcoin bei 1.900, am Tief sogar bei 1.850 US-Dollar. Paar Tage davor, das war hier noch Mitte Juni, waren wir bei 2.000, bei knapp 3.000 Dollar und jetzt sind wir schon wieder bei 2.300 Dollar. Es schwankt ziemlich stark, gar keine Frage. Man kann alleine die Bewegung, wenn wir das mal im Vergleichen, ich schau mal kurz, wo ich den Chart habe. Genau, ich schaue mal hier kurz einen kleinen Überblick uns an von alternativen Coins. Hier oben haben wir den Bitcoin, der ist heute in der Schwankung relativ arm. Aber wenn wir mal durchscrollen, auf die Change-Spalte gucken, sehen wir, wie volatil sämtliche Coins sind. Wir haben hier 20% am Tag, ist hier nicht viel. Das ist einfach, ja, schon normal, wenn man es mal durchscrollt. Das haben wir in den bisherigen Assets, die wir jetzt mit CFDs beispielsweise handeln können, eher nicht. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen keinen Tag in Erinnerung, wo wir im CFD jetzt irgendwie im DAX 20% gefallen oder gestiegen sind. In Aktien, in Einzelaktien durchaus mal möglich, aber auch da ist es dann schon relativ viel bei einem soliden Unternehmen, kein Penny Stock. Aber in Bitcoin ist das normal. Die Frage ist, oder was uns besonders bewusst sein muss, ist, wieso ist das so? Der Bitcoin hat ein ziemlich, er ist sehr volatil aus dem Grund, weil die Market-Kapitalisierung ziemlich gering ist. Also die Market Cap liegt bei nur 39 Milliarden. Klingt viel, kann man auch einiges machen mit dem Geld, aber 39 Milliarden sind im Vergleich eigentlich nichts. Wir können ja einfach mal schauen, was beispielsweise andere große Unternehmen für eine Marketkapitalisierung haben. Schauen wir mal kurz, wo habe ich das genau hier? Schauen wir mal auf Apple. Apple hat eine Marketkapitalisierung von 750 Milliarden. Und im Bitcoin reden wir hier von 39 Milliarden. Schauen wir einfach mal runter, was ist so in dem Wert vom Bitcoin. Wir haben hier ein Starbucks, ist doppelt so wert wie die, oder hat eine doppelt so starke Market Cap wie der Bitcoin insgesamt. Also man sieht schon, der Coin ist zwar ziemlich beliebt, bekannt, da steckt viel drin, es arbeiten viele, es gibt viele Unternehmen in dem Bereich, aber hat immer noch die Besonderheit im Vergleich zu anderen Assets, dass die Market Cap halt wirklich gering ist. Was heißt das halt im Umkehrschluss? Wir können hier sehr schnell den Markt bewegen. Wir können also mit wenig Geld oder durch gezielte Aktionen passiert das zum Teil momentan ja auch, werden die Kurse einfach ganz stark sich bewegen. Das ist ein Punkt, der muss uns bewusst sein, bevor wir in den Bitcoin CFD halt investieren.
Noch eine Besonderheit ist, dass die Stückzahl begrenzt ist. Das haben wir bei Aktien zum Beispiel auch. Da gibt es halt nur eine bestimmte Anzahl an Aktien eines Unternehmens. Beim Bitcoin ist es so, dass wir täglich noch weitere Coins generieren. Irgendwann ist aber auch mal Schluss. Also aktuell sind im Umlauf sogar 16 Millionen Bitcoins. Und die Grenze, also sie ist festgeschrieben in dem Algorithmus von Bitcoin, liegt bei 21 Millionen. Wenn wir das mal hochrechnen, die aktuelle Rechenleistung von dem gesamten Netzwerk, also von den Computern, die gerade quasi die Rechenaufgaben lösen, hochrechnen, dann werden wir wahrscheinlich Mitte 2020 das Ziel erreicht haben. Das heißt, Mitte 2020 sind 21 Millionen Bitcoins im Umlauf und es existieren keine oder es werden keine neuen mehr generiert. Das heißt, dann ist Schluss. Dann sind alle Coins generiert worden, geschürft worden quasi und dann ist Schluss. Das haben wir auch in keinem anderen Asset. Also wir haben in Aktien ist es begrenzt. Klar, da gibt es irgendwann mal Splits, dann haben wir doppelt so viele Aktien, aber diese künstliche, sage ich mal, Verknappung gibt es bisher auch in keinem Asset. Und das muss uns beim Traden bewusst sein, dass wir da quasi einen Zeitwert drin haben, der an sich den Coin meiner Meinung nach immer wertvoller macht, weil irgendwann der Zeitpunkt schon angekommen ist, wo man sich keinen Coin mehr aus der, ja, klingt einfach, es ist schwerer, aber keiner kann sich dann den Coin mehr aus der Rippe schneiden, so, sozusagen, auch wenn es heute ziemlich schwer ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir können, machen gerne viele, wir können den Bitcoin so ein bisschen vergleichen mit Edelmetallen. Bei Gold wissen wir auch, Gold, es gibt keinen unendlichen Vorrat an Gold oder Silber. Aber wir können es nicht eins zu eins vergleichen. Bei Gold, Silber oder bei anderen Edelmetallen wissen wir nicht zu 100%, wo ist Schluss. Es kann von heute auf morgen sein, dass wir irgendwo, wo auch immer, plötzlich ein ganz großes Vorkommen an Gold, Silber oder anderen Edelmetallen finden. Das würde sich halt stark auf den Preis auswirken. Weil plötzlich, ja, wir dachten alle, wir haben nur ein Goldvolumen von X und plötzlich haben wir nochmal ein weiteres Volumen gefunden vom X-fachen von dem, was uns bekannt war bisher. Das haben wir beim Bitcoin nicht. Also beim Bitcoin kommt keiner an und sagt, oh, ich habe hier aber noch 5 Millionen in meinem Schrank gefunden, die muss ich jetzt auf die 21 Millionen draufpacken. Das gibt's nicht. Eine weitere Besonderheit ist auch, das steht jetzt auf der Folie hier nicht drauf, dass wir Bitcoins verlieren können und zwar für die Ewigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt Bitcoins auf meinem Computer habe oder irgendwo in einer Wallet, so heißen die Geldbörsen, wo wir die ablegen, und wir löschen diese, dann sind sie weg. Ich hab dazu noch keine genaue Zahl bekommen, weiß ich auch nicht genau, wie man diese schätzen könnte oder ausrechnen könnte. Aber wenn es irgendwann 21 Millionen Bitcoins gibt, davon wird wahrscheinlich ein sehr großer Teil gar nicht mehr im Umlauf sein, weil sie einfach irgendwo auf Rechnern liegen, aus Versehen gelöscht wurden, sie nicht mehr betrachtet werden, man hat sie vergessen irgendwo auf irgendeinem USB-Stick oder ähnliches. Das heißt, es sind von den 21 Millionen später wahrscheinlich nur ein Bruchteil oder vielleicht, weiß nicht, 60, 70%, ich weiß es nicht, man muss es raten. Aber es sind halt Bitcoins davon, in 21 Millionen, die lauern irgendwo. So, und wenn man sie verloren hat, das heißt zum Beispiel gelöscht hat, dann können sie auch nicht wiederhergestellt werden. Das ist auch eine Besonderheit. Da freuen sich natürlich auch die Hacker über solche Geschichten. In der Vergangenheit haben wir es ja auch oft erlebt. Bitcoin-Börsen oder andere Börsen, Payment-Anbieter in dem Bereich wurden gehackt. Man hat sich die ganzen Bitcoins geschnappt und ist damit abgehauen. Das kann man sich nicht mehr zurückholen. Man müsste also wirklich physisch zu den Leuten hinfahren, da den Rechner mitnehmen oder sich die Bitcoins auf den eigenen USB-Stick ziehen. Aber was einmal weg ist, ist weg. Wenn wir das vergleichen mit unserem Girokonto, jemand hat unsere Online-Banking-Daten geklaut und damit eine Überweisung getrieben oder jemand hat unsere EC-Karte geklaut und damit Geld abgehoben. Sowas kann rückgängig gemacht werden, gerade bei den Transaktionen. Dann wird kommuniziert mit der Gegenbank und dann wird die Transaktion rückgängig gemacht oder das Geld wird eingefroren, je nachdem, was gerade passiert ist. Das gibt es halt hier im Bitcoin nicht. Wenn der Bitcoin weg ist, ist er weg und er kommt auch nicht mehr zurück. Da kann man machen, was man möchte. Er ist halt wirklich physisch oder besser gesagt digital entfernt worden, geklaut worden.
Und das ist auch eine sehr starke Besonderheit, auch im Vergleich zu den anderen Assets. Wir sind hier extrem newsgetrieben und auch hackgetrieben, sage ich mal. Wichtiges Datum, das können Sie sich auch gerne, wenn Sie sich für den Bitcoin interessieren, mal merken. Jetzt der 31. Juli bzw. der 1. August. Das wird ein Tag sein, wo wahrscheinlich der Bitcoin so stark sich bewegt wie schon lange nicht mehr. Wir haben entweder eine starke Volatilität oder wir schließen den Tag bei plus 50, minus 50%, halte ich alles für möglich, weil wir da wieder ein wichtiges Ereignis haben für den Bitcoin-Markt. Ist, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, eigentlich auch ziemlich untergegangen. Also die Masse, die Medien berichten jetzt davon nicht, aber spätestens an diesem Tag werden alle davon berichten und sie können sich schon mal vorbereiten auf diesen Tag. Sowas passiert halt. Wir haben es auch mit Hacks ganz oft. Wenn jetzt irgendwo eine Börse gehackt wird, dann ist es so, dass sich dieser Hack ganz, ganz stark auf den Preis auswirkt, weil die Masse nicht weiß, was passiert jetzt nun. Wo sind die Coins hin? Sind sie weg? Kommen sie wieder? Das sind alles so Fragen, die stellt sich dann erstmal die Masse. So, und dann ist es in der Regel immer so, wenn wir auf den Bitcoin-Chart gucken, ich mache nochmal den Chart kurz auf, um nochmal den Blick zu haben. Schauen wir mal so die einzelnen Candles an. Ich weiß nicht genau, was an dem Tag passiert ist, aber wenn wir jetzt einen Hack wieder beispielsweise erleben von irgendeiner Börse oder irgendwas passiert, dann haben wir einfach mal Tage, wie jetzt solchen zum Beispiel, wo der Kurs dann von 2.800 auf knapp 2.950 fällt. Das haben wir immer wieder. Wir haben natürlich auch in unseren Märkten, die wir jetzt schon kennen, auch newsgetriebene Märkte, aber die sind halt nicht so stark. Und das geht alles wieder zurück auf den Punkt mit der Market Cap. Es wird sich in der Zukunft wahrscheinlich auch ändern, oder es muss sich einfach ändern, um ein bisschen Stabilität in dem Markt zu bekommen. Wenn wir noch weitere Coins generieren und der Coin noch weiter steigt, dann ist es halt nicht mehr so schnell möglich oder so einfach möglich, den Kurs an sich zu bewegen. So, was haben wir denn für neue Möglichkeiten durch den CFD? Bisher war meiner Meinung nach der Handel von dem Bitcoin oder von Coins an sich ziemlich umständlich. Wenn ich an Bitcoin-Börsen, gerade an die großen US-Börsen, Bitcoins erwerben möchte, dann ist es leider nicht so, dass ich mich registriere, zahle das mit Sofortüberweisung oder mit PayPal oder überweise das Geld. Das ist bei den meisten großen Börsen leider nicht so. Es gibt einige Börsen, da haben wir bequeme Zahlungsmittel, allerdings zahlen wir da auch irgendwie gefühlt ein Offset von 10-20%. Gefühlt. Also wenn wir ein Coins möchten, billig, preiswert, entsprechend dem aktuellen Marktkurs, dann ist es in der Regel immer so, dass wir uns bei einem Drittanbieter für die Zahlung registrieren müssen. Das sind wahrscheinlich eine Ansichtssache, aber meiner Meinung nach sind das viele Anbieter, die ziemlich unseriös sind, wo man ein bisschen Angst hat, sein Geld drüber zu schieben. Man kann sie nicht vergleichen mit PayPal oder Co. Ganz andere Strukturen sitzen in der Regel auch nicht in Deutschland. Da kann ich es durchaus verstehen, wenn viele davor abschrecken und sagen, naja, ich kenne dieses Unternehmen nicht, das ist für mich ein bisschen unseriös, da möchte ich mein Geld nicht rüberschieben. Es gibt aber bei den meisten Börsen muss man einfach diesen Weg gehen, um das Geld an die Börse zu schieben, um dort Coins zu kaufen. Das ist ein großer Nachteil, den wir bisher immer hatten. So, was können wir nun tun? Ein ganz großer Punkt, das haben wir auch fett geschrieben und unterstrichen, wir können endlich auch auf fallende Kurse setzen. Bisher, wenn wir den Coin kaufen, haben wir ja natürlich nicht die Möglichkeit, den Coin short zu gehen, also von fallenden Kursen zu profitieren. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der uns einfach viel, viel mehr ermöglicht im Vergleich zu früher. Wenn wir nochmal auf den Chart zurückgehen und da mal raufgucken, sind wir einfach immer vom Markt getrieben. Also wir haben gar keine andere Möglichkeit. Entweder haben wir keine Position und freuen uns, dass der Markt fällt und steigen dann wieder ein, oder wir sind einfach long investiert und hoffen, dass der Markt steigt. Und von den ganzen fallenden Kursen, die wir jetzt auf den ersten Blick nicht so stark haben, wo die in der Zukunft höchstwahrscheinlich einfach öfters vorkommen, von denen können wir jetzt auch profitieren durch den CFD-Handel. Und wenn wir mal schauen, bis Juni 2017 gab es jetzt
so betrachtet keine großen Abwärtsbewegungen, aber sie ist jetzt da, auch wenn sie sehr volatil und sehr schwankend ist. Wir haben natürlich mal Phasen gehabt, da ging es auch mal runter, wir haben auch einzelne Candles gehabt, aber bisher ging es halt immer ziemlich hoch, was die Buy-and-Hold-Strategie so ein bisschen, ja, ein bisschen ist gut, ziemlich interessant gemacht hat. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück. So, die meisten oder viele Coinbörsen, die es so gibt, die bieten natürlich auch eine API an. Das heißt, wir können uns da auch mit einem Programm randocken. Was wir so in der Kundenarbeit erfahren haben, wir haben auch viele, viele Trader bei uns, die halt ein Handelssystem entwickelt haben wollten, hatten bisher nicht die Möglichkeit, auf CFDs zurückzugreifen. Deswegen mussten sie bisher halt eine Individuallösung bei uns in Auftrag geben und dort halt wirklich den Bitcoin an sich handeln lassen. Ja, professioneller Handel sieht eigentlich anders aus. Die Börsen haben natürlich schon schöne APIs, aber wir haben oft halt einfach grundlegende Dinge nicht gehabt, wie zum Beispiel eine Stop-Loss-Order oder eine Take-Profit-Order. Gar keine Frage, es gibt durchaus Börsen, die bieten das an, aber wir verlassen uns oder verlassen hier so ein bisschen unseren gewohnten und unsere gewohnte professionelle Trading-Umgebung. Wenn es wirklich professionell angehen möchte, der braucht einfach immer irgendwo mindestens einen Stop-Loss, selbst wenn er nach der Buy-and-Hold-Strategie handelt. Er möchte ja keine 100% riskieren. Er möchte ja auch, dass die Stop-Loss-Order garantiert am Markt liegt und nicht irgendwie storniert wird, weil gerade die API aktualisiert wird. Solche Dinge, mit solchen Problemen haben wir bisher immer gekämpft und wir haben immer darauf gehofft und darauf gewartet, dass endlich der Bitcoin auch bei einem Broker angeboten wird, der wirklich seriös ist und es halt handelbar ist als CFD. Das heißt, wie sieht es heute aus, wenn wir jetzt den Bitcoin handeln wollen, also auf steigende oder fallende Kurse setzen wollen, dann loggen wir uns einfach in den MetaTrader ein, den wir ja schon kennen. Das ist ein einfaches Programm, von dem wir die Bedienung her kennen. Wir haben jetzt hier den British Pfund gegen den US-Dollar auf, switchen rüber, zack, haben wir plötzlich den Bitcoin gegen den Euro auf und wir müssen hier nichts weiter machen. Wir öffnen einfach unsere gewohnte Ordermaske, können hier das Volumen einstellen, kaufen, verkaufen, so wie wir bisher auch alle anderen Assets gehandelt haben. Das ist eine ziemlich große Steigerung oder besser gesagt ein Gewinn, den wir durch den CFD erzielen. Das heißt, wir bleiben in unserer gewohnten Softwareumgebung. Wir müssen uns nicht in irgendeinem Börsentool einarbeiten, um die Coins zu handeln, sondern wir sind hier einfach in unserer gewohnten MetaTrader-Software, die die meisten wahrscheinlich von Ihnen kennen. Ja, war schon zu früh. Und müssen uns an nichts Neues gewöhnen. Das gleiche gilt auch für die Automatisierung. Bisher bei den bisherigen automatisierten Lösungen war immer ganz viel Bauchschmerzen dabei, weil wir nie so wirklich wissen, wie agiert die Börse, welche Änderung bauen die ein, ohne irgendwie vorher bekannt zu geben. Die Programme oder die Systeme, die wir bisher für den Bitcoin-Handel an sich programmiert haben, die sind einfach stark. Sie benötigen viel Wartungsarbeiten, weil einfach natürlich der Bitcoin gerade total am Boom ist und die Börsen wollen natürlich auch immer mitziehen, neue Funktionen aufbauen und so weiter. Solche Probleme haben wir jetzt nicht mehr. Wir wissen, das kennen wir ja vom MetaTrader, da passiert es nicht, dass von heute auf morgen irgendwie eine Funktion nicht mehr vorhanden ist oder dass es irgendwie ein Update gibt, wonach nichts mehr funktioniert. Das sind alles ganz große Vorteile. Und der letzte Punkt, auf der Folie der mittlere Punkt, ist der Support. Vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, wenn Sie irgendwo Bitcoins gehandelt haben. Wir haben das Problem auch. Der Support ist wirklich genau das Gegenteil von dem Support, den Sie wahrscheinlich bei FX-Flat gewohnt sind. Wir selbst haben natürlich auch ab und zu einfach Fragen, weil wir technische Infos brauchen von den Börsen. Man erreicht so gut wie niemanden. Und wenn man jemanden erreicht, dann sprechen die auch wieder natürlich nicht Deutsch und auch sehr, sehr, sehr schlechtes Englisch, wodurch man einfach nicht weiterkommt. Wir haben durchaus auch Kunden, die halt an Börsen Accounts haben, wo ihre Bitcoins liegen und die können sich einfach nicht mehr einloggen, weil ja das Konto inaktiv ist und der Support ja sich ein bisschen doof anstellt und da auch nicht weiterhilft. Das sind alles Probleme, die sind so ein bisschen behaftet am Bitcoin und die haben wir jetzt durch den CFD-Handel einfach nicht mehr. Und das ist extrem, extrem angenehm einfach für den Trader. Wir bleiben in unserer Umgebung, wir wissen, was passiert. Wir wissen, wenn wir Probleme haben, dann rufen wir einfach in diesem Fall FX-Bet an, bekommen sofort die Antwort. Wir müssen
nicht Angst haben um unsere Coins, dass irgendeine Börse gehackt wird oder ähnliches. Kommen wir jetzt mal zu den zwei Strategien. Ja, ich vergleiche den Bitcoin-Markt aktuell ziemlich oder sehr gerne mit dem klassischen neuen Markt von damals. Momentan, wenn wir jetzt mal auf den Chart hier gucken, von 2013 bis heute, ist es eigentlich egal, wo wir eingestiegen sind. Ob wir jetzt nur ganz am Anfang bei $4 rein sind, bei $100, bei $1000, es ist eigentlich egal. Das wäre natürlich ein bisschen schmerzlich, wenn wir hier 2014 bei dem Spike eingestiegen wären, bei knapp $1100. Wäre es natürlich schmerzhaft danach, wieder runter auf 200 zu fallen, aber wenn wir wirklich die Buy-and-Hold-Strategie durchführen würden und durchziehen würden, finde ich, sind hier ganz starke Ähnlichkeiten mit dem neuen Markt von damals. Wenn wir die Rendite ausrechnen, wir sind 2013 eingestiegen bei 4 US-Dollar, und nehmen den aktuellen Kurs von ca. $2300, dann haben wir dann eine traumhafte Rendite von 55.000%. Gar keine Frage. Da gibt es wahrscheinlich keine Strategie, die in der Vergangenheit mit den damaligen Methoden besser performt hätte. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich hätte ja hier auch Short gehen können 2014 und hätte mir dann halt eine Strategie entwickelt, die ein bisschen performanter wäre. Das ist prinzipiell richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, was wir 2014 für Möglichkeiten hatten. Wir hatten 2014, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendwo einen Broker, aber zu der Zeit war der Bitcoin an sich noch nicht so bekannt. Es gab wenige Börsen, die den Coin an sich angeboten haben. Und es gab noch weniger oder gefühlt auch gar keinen Broker, der halt ein CFD drauf angeboten hat. Es gab ein paar anfängliche Versuche, die waren aber nicht zu gebrauchen, weil einige den CFD angeboten haben, der aber auch immer zeitlich begrenzt ist. Das heißt, Positionen mussten immer nach einer gewissen Zeit geschlossen werden. Das war alles nicht so attraktiv. Ja, heute wissen wir es immer besser. Heute würden wir sagen, ja, hätte ich damals den CFD, hätte ich schon viel besser handeln können. Ja, also wenn man mal drauf guckt, Einstieg ist eigentlich nebensächlich, und bisher wurde man wirklich reich durch die Buy-and-Hold-Strategie. Wichtig ist es jetzt, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen, sondern dass wir aus der neuen Marktzeit von damals hoffentlich lernen und gucken, was machen wir jetzt in der Zukunft. Gar keine Frage, 55.000% Rendite in den 3, 4 Jahren sind nur sehr, sehr schwer schlagbar. Stellt man sich auch die Frage, wieso sollte ich mir jetzt die Mühe machen, eine Strategie entwickeln und da versuchen jetzt noch ein Prozentchen mehr rauszuholen. Das ist prinzipiell richtig, aber wir müssen zurückdenken an den neuen Markt. Irgendwann ist die Zeit auch vorbei. Es kann durchaus sein, wir wollen jetzt nicht in die Glaskugel gucken und vorhersehen, wo der Preis irgendwann steht. Das ist uns prinzipiell oder mir jetzt prinzipiell egal. Wichtig ist, dass der Markt nicht ewig nur eine Richtung kennt. Je mehr Leute oder je mehr Möglichkeiten existieren, auch von fallenden Kursen zu profitieren, desto stärker werden dann auch die fallenden Bewegungen. Bisher war es so, wenn der Coin fällt, dann hat kaum jemand was davon gehabt, außer er freut sich irgendwie auf einen günstigeren Einstieg. Das merkt man ja auch in den Bewegungen. Wenn man sich die Bewegungen nach unten anguckt, hier, 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 dann gab es sofort immer einen starken Kauf zurück, weil die Logik oder die Strategie, wenn man sie so nennen darf, der Mehrheit war einfach so: Der Kurs fällt, wow, super, ich habe jetzt eine günstigere Einstiegsmöglichkeit, jetzt kaufe ich. Das Gleiche haben wir momentan auch, das ist ja ziemlich aktuell. Am Wochenende sind wir runter auf $1.900 und stehen jetzt aktuell bei ca. $2.300. Das ist die Strategie, die Masse halt fahren kann. Irgendwann ist es aber auch mal vorbei. Früher oder später wird es so sein, dass der Bitcoin sich einigermaßen verhält wie ein normales Asset. Das heißt, wir haben auch stärkere Seitwärtsbewegung oder Bewegung nach unten hin, weil momentan profitiert da wirklich keiner von den fallenden Kursen. Wenn das CFD-Angebot bekannter wird, beliebter wird und sich das weiter herumspricht, dann haben auch immer mehr Leute etwas davon, wenn der Kurs fällt. Also das Interesse ist dann auch da, dass der Kurs entweder steigt oder dass er fällt. Seitwärtsbewegung wäre dann halt das Uninteressante in dem Bereich, so wie auch an den normalen Assets.
Deswegen ist es so auch unser Motto, nach dem wir leben oder unsere Empfehlung in dem Bereich. Man sollte sich langsam umsehen und überlegen, welche Strategie kann man auf den Bitcoin an sich anwenden. Eine Strategie haben wir ausgesucht. Dazu muss ich sagen, der Bitcoin an sich, so wie er jetzt momentan ist, ist im Vergleich zum DAX beispielsweise ziemlich oder relativ einfach zu handeln. Früher waren wir wahrscheinlich auch profitabel, indem wir einfach zwei Durchschnitte nehmen oder indem wir einfach nach dem MACD handeln. Das war wahrscheinlich damals alles so. Heute können wir solche extrem simplen Sachen vergessen. Jetzt der 200er kreuzt den 100er und danach handeln und noch den MACD zu packen. Solche Sachen funktionieren heute so nicht mehr. Vielleicht mit irgendwelchen Abänderungen und Besonderheiten, aber diese ganz einfachen Indikatoren, die jeder kennt, die in jedem Handels-Trading-System vorhanden sind, die funktionieren so nicht mehr. Das kann man ja auch einfach backtesten und nochmal belegen. Beim Bitcoin ist das anders. Beim Bitcoin sind wir nicht so durchgerechnet. Wir haben hier nicht die großen Algos, die schon alles durchrechnen und sich rausrechnen. Die Millisekunden noch im Markt ist ziemlich unangetastet, sage ich mal, noch ziemlich frisch und noch nicht so heruntergerockt wie einige andere Märkte. Jetzt hier in der Strategie haben wir was ganz anderes gemacht. Wir haben, ja, das ist eigentlich nur eine Trailing-Stop-Strategie. Das heißt, sind irgendwann einfach mal eingestiegen an einem Preis und haben dann gesagt, wir riskieren oder setzen einen Trailing-Stop von 20%. Das heißt, nehme ich hier eben aus. Das heißt, der Markt steigt hoch, wir ziehen immer den Stop-Loss nach, der Markt fällt etwas, um ein paar Prozent, wir gehen raus. Das sehen wir, also die blaue Linie zur Erklärung ist der Bitcoin. Das war, glaube ich, bis Anfang 2017 geht hier der Chart. Das blaue ist der Bitcoin. Und das lilane, das ist die Performance-Kurve, wenn man den Bitcoin nach dieser Strategie gehandelt hätte. Das heißt, wenn die lilane Kurve eigentlich nur gerade geht und keine Steigung hat, dann bedeutet das, wir sind nicht investiert. Und wenn sie eine Steigerung hat oder leicht fällt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir halt investiert waren. So, also die Strategie steigt irgendwann einfach mal ein. Sie zieht den Stopp immer nach. Sobald der Kurs herunterfällt, steigen wir aus. Wir haben keine Position mehr, so lange, bis das letzte Hoch wieder gebrochen wird. Ein einfaches Beispiel, nehmen wir das hier mal. Wir sind hier irgendwann long gegangen, sind hier oben nach dem Verfall ausgestiegen und haben dann hier in der Phase, wo der Bitcoin an sich auch nicht wirklich performt hat, sondern einfach nur in einer Seitwärtsbewegung sich bewegt hat, haben wir nichts gemacht. Sondern erst an dem Punkt, wo hier das Hoch wieder gebrochen wurde, das waren etwa hier, sind wir dann wieder long gegangen. Eine kleine Position long, Markt ist gefallen, sofort wieder raus, keine Position, bis das hochgebrochen wurde und so weiter. Gar keine Frage, wenn wir hier mal nach rechts gucken, sehen wir, der Bitcoin an sich hat besser performt als diese Strategie. Aber dafür haben wir die Rendite quasi gegen ruhigen Schlaf getauscht. Das heißt, hier in der Phase waren wir über eine ganz lange Zeit nicht investiert und haben kaum etwas nicht mitgenommen. Das Gleiche gilt auch hier. Der Markt fällt. Wir hätten uns im Bitcoin wahrscheinlich Sorgen darum gemacht oder gefragt, oh, ist jetzt die Blase geplatzt? War es doch nur eine Blase? Ist jetzt alles vorbei? Oder auch nicht? Solche Fragen hätten wir gar nicht gehabt. Und da sollte auch der Fokus bei uns liegen, dass wir halt schauen, wir müssen nicht Buy und Hold schlagen. Das ist gar keine Frage. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wird es auch irgendwann so sein, dass die Buy und Hold Strategie natürlich nicht mehr funktioniert. Irgendwann bewegt sich der Markt einfach in normalen Marktphasen. Und spätestens dann, wenn wir uns alle freuen, wenn wir dann schon eine Strategie parat haben, die genauso am Markt agieren. Das heißt, die nicht nur den Bitcoin kaufen und hoffen, dass er irgendwann bei 10 Millionen steht, sondern die sich auch dann das Geld rausziehen, wenn halt der Bitcoin, wenn der Bitcoin auch mal fällt. Das ist die Besonderheit. Und das können wir wunderbar machen durch den CFD. Wir haben hier die Möglichkeit, kurzfristig zu handeln. Das ist ganz toll. Das heißt, ja, hatte ich ja vorhin gesagt, wir sind hier in unserer gewohnten Umgebung. Aber wir können halt auch auf Minutenstrategien durchführen. Das haben wir bisher, wenn wir an den Börsen gehandelt haben, konnten wir es natürlich auch machen. Aber wir hatten immer eine kleine Verzögerung dadurch, dass wir das Geld draufschieben mussten, dass die Transaktion erst bestätigt werden musste und so weiter. Das haben wir halt hier nicht. Und darauf sollten wir wirklich den Fokus setzen. Wenn wir jetzt mal im Minutenchart unterwegs sind oder im 5-Minuten-Chart,
Es ist was ganz anderes, als wenn ich das Ganze mit dem Euro-Dollar beispielsweise vergleiche auf Minutenchart. Von der Prozentualzahl, das sieht man jetzt natürlich nicht, von der Bewegung her ist das was ganz anderes. Aber wir sehen halt einfach die Kerzen und die Kerzenstärken. Ich denke mal, da muss ich ein bisschen weiter rausgehen. Genau, dann sieht man das einigermaßen. Wir haben natürlich hier schon erste Züge von einem normalen Markt, das heißt Seitwärtsbewegung, extreme Abverkäufe und dann wieder die Käufe nach oben. Das ist halt das, was die Buy-and-Hold-Strategie noch so extrem interessant macht. Aber wie gesagt, früher oder später werden Sie sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn Sie nicht mehr nur noch auf dem Buy-and-Hold-Ast unterwegs sind, sondern auch noch eine eigene Strategie am Markt haben. Dafür ist der CFD ideal. Der hat mir kaum Kosten, Sie können ihn schnell handeln und Sie können ihn auch für mein Empfinden über eine seriöse Variante handeln. So, gehe ich mal kurz wieder zurück. Ich schaue mal kurz, ob ich hier noch was offen hatte. Ja. So, also noch ein Tipp, den ich auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ist, bleiben Sie bei der Strategie von Bitcoin ruhig simpel. Da macht es wirklich Spaß, einfache Dinge auszuprobieren. Nehmen Sie zwei Durchschnitte, nehmen Sie einen Trailing-Stop-Loss oder probieren Sie einfach das, was Sie im normalen Markt schon abgeschrieben haben, wo Sie im normalen Markt schon wissen, naja, irgendwie ein High gebrochen und nicht gelongen oder ein Short gebrochen, ein Low gebrochen und nicht geschort. Das haben wir im normalen Markt schon längst abgeschrieben. Aber das ist ganz interessant, also die ganzen alten Strategien aus der Schublade herauszuholen und mal zu gucken, was kann ich da beim Bitcoin noch machen. Gut, wie sind die Aussichten? Ja, ich denke mal, es ist so ein kleines offenes Geheimnis. Früher oder später ist es ja momentan auch schon so im Gange, wird der Bitcoin immer öfters oder mehr in mehreren Ländern, in mehreren Städten einfach als Zahlungsmittel anerkannt werden. Hier zum Beispiel bei AlgoCamp bieten unseren Tradern auch schon die Möglichkeit an, die Rechnung per Bitcoin zu bezahlen. Das wird inzwischen auch immer beliebter, gerade, ja, ich denke mal, in den Städten, in den hipperen Gegenden, in Cafés ist es durchaus schon möglich, dass wir einfach unseren Kaffee und Kuchen per Bitcoin bezahlen. Wir haben, ich glaube, das war in Frankreich, gibt es glaube ich auch schon eine Stadt, da gibt es gerade das Pilotprojekt, dass dort in der Stadt der Bitcoin schon ein offizielles Zahlungsmittel ist. Es gibt einige Länder, die ihn schon als Zahlungsmittel akzeptiert haben. Ja, und im Online-Bereich, wenn wir danach suchen, werden wir wahrscheinlich auch jedes Produkt finden, was wir mit Bitcoins auch kaufen können. Unser Smartphone, unser Notebook können wir auch schon mit Bitcoins bezahlen. Ja, und die Frage, die sich wahrscheinlich noch einige stellen, ist die Blasenfrage, die wir auch im neuen Markt hatten. Ist der Bitcoin eine Blase? Bricht es irgendwann zusammen? Ich denke mal, für eine Blase ist der Zeitraum etwa schon zu weit gelaufen. Das heißt, der Bitcoin, der existiert jetzt schon einige Jahre. Er wird immer professioneller, er kommt so ein bisschen aus der schwarzen Schiene raus, aus der kleinen Nerd-Programmierecke, wo sich irgendwelche kleinen ITler sich mal was ausgedacht haben. Dieses Zeitalter haben wir schon überlebt, sage ich mal. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo das Ganze professionalisierter wird. Wir haben den Bitcoin-CFD, wir haben Verbände in dem Bereich. Es ist nicht mehr so eine kleine Spaßidee, sondern es wird schon immer ernster. Die Akzeptanz hat sich ja. Market Cap wird, denke ich mal, auch wahrscheinlich einfach zunehmen. Was erstmal nicht abnehmen wird, ist wahrscheinlich die Volatilität. Die ist einfach da, weil die Market Cap noch zu gering ist. Und die Frage ist dann natürlich, die wir uns dann stellen müssen, wie sieht die Zukunft aus? Das heißt, die Market Cap kann ja nicht ins Unendliche steigen. Also schon, aber wir haben halt die Begrenzung durch die Anzahl der maximalen Bitcoins, die existieren. Dann zum Beispiel ist auch die Frage, wie ergehen wir dir am Markt? Wie verhält sich dann der Markt, wenn plötzlich diese besondere Eigenschaft weg ist, wenn wir also nicht mehr den Coin generieren können, sondern wir nur so viele Stücke da haben, wie jetzt momentan da sind. Also die Ähnlichkeit zum Aktienmarkt hätten wir etwas stärker da. Aber ansonsten kann die Market Cap halt nur noch steigen, indem der Preis stark steigt. Und dann haben wir irgendwann das Problem mit den Teilzahlungen. Können wir den Bitcoin, soweit ich das in Erinnerung habe, auf die achte Nachkommastelle noch teilen. Das heißt, ich könnte durchaus meine Pizzabestellung noch mit Bitcoins bezahlen.
Irgendwann, wenn der Bitcoin dann bei 1 Million pro Coin liegt in US-Dollar, dann haben wir halt das Problem, dass wir dann nur noch Transaktionen durchführen können von, ja, vielleicht von 100 Euro oder so, müsste man dann halt durchrechnen. Das sind so Fragen, die in der Zukunft kommen. Ich hatte es ja am Anfang kurz erwähnt, Ende Juli, Anfang August gibt es nochmal einen sehr wichtigen Tag in der Coin-Welt, weil dort ja eine Umstellung im Netzwerk vorgenommen wird oder besser gesagt, ja, eine Umfrage gestartet wird, ein Versuch gestartet wird, das Protokoll vom Bitcoin zu ändern. Ja, es ist ein extrem spannender Tag. Es kann durchaus sein, dass sich da die Bitcoin-Welt auseinanderlebt, dass wir uns in zwei Nester teilen. Das eine Nest ist, die nach dem alten Protokoll unterwegs sind. Das neue Nest sind die, die nach dem neuen Protokoll unterwegs sind, das etwas effizienter ist. Es gibt da viele Baustellen, aber man sieht daran, es gibt Unternehmungen, es gibt Vereine und Firmen, die sich halt einfach darum kümmern, diesen Coin immer weiter zu professionalisieren. Und der letzte Punkt, davon bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, früher oder später wird halt die beliebte Buy-and-Hold-Strategie abgelöst sein durch immer klügere und intelligentere Handelsstrategien. Momentan haben wir wahrscheinlich noch nicht so viele große Vermögensverwaltung und Banken in dem Bitcoin-Markt drin, weil die Market Cap wahrscheinlich noch zu uninteressant ist für die. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn die Market Cap steigt, sich die Volatilität etwas herabsetzt, dann möchte ich oder kann ich mir gut vorstellen, dass dann natürlich auch die größeren Häusern auf die Idee kommen, sich dort zu positionieren mit Handelsstrategien, vielleicht auch im Millisekundenbereich unterwegs sind. Dann geht halt das Wettrennen los und die Technikschlacht und die Strategieschlacht, die wir ja auch momentan jeden Tag am normalen Markt auch haben. Gut, dann schaue ich auch mal schon auf die Fazit-Folie. Nochmal zusammengefasst. Der CFD-Handel eröffnet uns auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Wir haben alleine dadurch, dass wir jetzt den CFD bei FX-Welt haben, einfach die Möglichkeit, das Ganze professionell zu betreiben. Wir können das Ganze über MetaTrader handeln. Wir können Export-Advisor programmieren. Können uns unsere Push-Nachrichten aufs Smartphone oder aufs Tablet schicken lassen. Also von der Bedienung her, vom technischen her, auch von den Zahlungsmitteln her sind wir einfach auf einem ganz neuen Level durch die Seriosität auch vom Broker. Ja, der CFD an sich wird wahrscheinlich nicht den Bitcoin nicht ablösen. Das ist ja, der Bitcoin wird immer da sein, so wie wir auch CFDs auf Aktien haben und die CFDs nicht die Aktien an sich ablösen. Das ist ja klar. Für viele ist ja der Bitcoin einfach eine Fluchtwährung, die halt nicht an das Geldsystem glauben und sich absichern möchten für den großen Weltuntergang oder für die nächste Krise. Die Leute werden natürlich nach wie vor in den Bitcoin an sich investiert sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber durch den CFD oder der CFD ist perfekt dafür ausgelegt, dass wir einfach mittelfristig und kurzfristig in dem Bereich einfach traden. Das heißt, wir wollen gehebelt unterwegs sein. Wir wollen kurzfristig von steigenden und fallenden Kursen profitieren, ohne dass wir jetzt uns ein Konto bei Zahlungsanbieter XY eröffnen müssen. Wir müssen ständig nacharbeiten, weil die API nachgearbeitet wird und so weiter. Das heißt, die Möglichkeiten für Strategien sind quasi mit dem CFD komplett neu ausgerollt worden. Alleine der Punkt, dass wir jetzt auch shorten können, ist einfach sehr, sehr mächtig. Man muss halt immer noch aufpassen. Die Masse ist eher darauf ausgelegt, dass der Markt steigt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute alle darauf aufmerksam werden. Es immer mehr Möglichkeiten gibt, auch auf fallende Kurse zu setzen. Und dann werden wahrscheinlich auch die Bewegungen nach unten dann stärker, was wiederum gegen die Buy and Hold spricht und für ja, eigene Handelsstrategien dann im Endeffekt spricht. Gut, dann sind wir auch schon durch. Haben jetzt noch wunderbar Zeit für Fragen. Wenn Fragen da sind, gerne jetzt noch stellen. Ja, vielen Dank fürs Lob. Das haben wir natürlich immer wieder gerne. So, um kurz noch was zu demonstrieren, dann packe ich noch mal kurz im Demo-Konto eine Position rein.
So, die Position hole ich mal kurz raus. Ist die Maus? Da ist sie. Ja. So. Also was meine ich mit Hebel? Um den Bitcoin an sich, um ihn zu handeln, brauchen wir, wenn wir ihn so handeln, wie wir ihn kennen an der Börse, brauchen wir halt einfach den Wert. Wenn er so 2000 Dollar steht, dann müssen wir ihn auch bei 2000 Dollar in die Hand nehmen und verkaufen. Wenn wir den CFD handeln, dann sehen wir es jetzt, habe ich durch den Trade von einem CFD benötige ich halt nur eine Margin, in dem Fall von 503 Euro. Das ist halt der Hebel, den wir immer im CFD haben. Das haben wir gehört, das ist also der Vorteil im Aktien-CFD-Bereich. Wenn wir jetzt Aktien an sich handeln, an einer normalen Börse, dann brauchen wir halt relativ viel Kapital, weil wir davon wenig Schwankungen profitieren möchten. Und durch die CFDs wird das Ganze halt einfach gehebelt. Also wir können mit weniger Geld, ja, mehr Geld gewinnen, aber natürlich auch mehr Geld verlieren. Also der Hebel ist dann in beide Richtungen. So, was haben wir noch? Was ist anders, wenn man die Bitcoins handelt im Vergleich zu DAX, Euro und S&P 500? Ja, Unterschiede sind viele da. Wir haben an den normalen Märkten DAX, Euro, S&P und so weiter. Ist es tägliches Brot, dass wir den Markt auch shorten. Das ist ein Punkt. Also die Masse hat durchaus Interesse daran, dass der Markt fällt. Wir haben viel mehr große Firmen und große Algos am Markt, die unterwegs sind. Wir haben eine extrem große Market Cap. Wie gesagt, das Beispiel von Apple. Apple hat die Market Cap von 750 in etwa Milliarden. Und der Bitcoin liegt bei 38 Milliarden. Also da sieht man schon mal, wie wenig Volumen an sich da ist. Ja, da wird viel gehandelt, 40 Milliarden, 39 Milliarden sind schon eine Menge Geld. Aber wir können hier mit relativ wenig Geld oder wenigen Ereignissen, können wir den Markt einfach ja, bewegen, manipulieren, wie man es auch immer nennen möchte. Das haben wir in einem Euro zum Beispiel nicht. Also ich wüsste nicht, wie man den Euro mit gezielten Trades wirklich manipulieren möchte. Ja. In Zeiten von Fake News und Co. ist es alles in gewissen Assets möglich, aber den S&P oder den Euro, Dollar oder andere große Währungen, das sind einfach Giganten, die man nicht einfach so irgendwo hin bewegen kann. Das kann jetzt die EZB durch ihre gezielten Aussagen, aber ja, in Bitcoin ist es einfach schneller möglich, den Markt irgendwo hinzuleiten. So, nächste Frage. Gibt es schon fertige EAs für den Bitcoin? Nein, gibt es noch nicht, ist aber auf jeden Fall in Arbeit, weil wir nicht nur erzählen, was sinnvoll ist in dem Bereich, sondern es auch wirklich leben und auch daran arbeiten. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Gut, wenn noch weitere Fragen da sind, immer her. Ansonsten auch gerne nachträglich, wenn Ihnen noch heute, morgen oder im Laufe der Woche oder irgendwann weitere Fragen einfallen zum CFD an sich. Da sind natürlich unsere lieben Kollegen von FX da. Und wenn Sie andere Fragen haben zum automatisierten Handel, zu Handelsstrategien, sei es im Bitcoin-Bereich oder in anderen Märkten, dann können Sie natürlich gerne das Team von AlgoCamp anrufen. Eine Nachricht schreiben, vorbeikommen, einen Termin ausmachen, was Ihnen da am liebsten ist. Gut, ich denke, wir haben jetzt alle Fragen soweit durch. Kommen auch jetzt erstmal keine weitere rein. Wie schon gesagt, einfach die Fragen gerne an uns. Wir leiten das weiter oder direkt auch an AlgoCamp. Ja, Bitcoin bzw. überhaupt Kryptowährungen werden sicherlich noch eine ganze Weile ein Thema sein und wir werden das natürlich auch interessiert verfolgen. Ich bedanke mich bei dir, David, für das heutige Webinar. Auf jeden Fall sehr informativ. Und ja, bedanke mich auch bei den Teilnehmern für die Anwesenheit und dass sie sich für das Thema interessiert haben. Das wird sicherlich nicht das letzte Webinar zu dem Thema sein. Und ja, bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dir, David, natürlich auch. Wir bleiben ja sowieso noch in Kontakt und ja, allen anderen würde ich mich freuen, ja auch im nächsten Webinar zu sehen. Von daher, von meiner Stelle aus,
Auf Wiedersehen und einen schönen Abend und David, gerne das letzte Wort. Ja, vielen Dank dafür. Das wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern heute. Schön, dass sie die Zeit gefunden haben und sich die Zeit genommen haben, trotz des schönen Wetters bei hoffentlich allen bei Ihnen. Ja, Bitcoin-Thema ist, wie Nelson schon gesagt hat, wirklich interessant und das wird auch so schnell interessant werden. Also wirklich ein sehr interessantes Thema, das auch miterleben zu dürfen. Wenn wir so vom neuen Markt hören und die Geschichten von damals hören, dann denkt man sich oft immer, ne? Hätte ich das mal miterlebt, dann hätte ich da auch die ein oder anderen Sachen machen können. Heute haben wir eine ähnliche Situation. Heute haben wir das Glück, dass wir den Bitcoin-Boom erleben dürfen. Wir wissen alle nicht, wo geht's hin, wo endet's, scheitert das ganze Projekt und so weiter. Es bleibt spannend. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall nicht das letzte Webinar zu dem Thema war. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen alle für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und natürlich erfolgreiche Trades. Und ja, ich hoffe, wir hören oder sehen uns demnächst wieder. Tschüss.